Henry Häusler, der FC Berlin-Trainer, gab seinem Mann noch einen wichtigen Hinweis. Ihr spielt mit dem Wind, sagte er. Also schießt aus der zweiten Reihe, was das Zeug hält. Der FC Berlin ohne Meek und auch Sebastian Müller noch nicht einsatzfähig. Schöne Aktion von Krnaric in der Anfangsphase. Der FC Berlin kompakt, stark und auch zweikampfhart. Die ersten Minuten im Harbig-Stadion gingen eindeutig auf die Seite des FC Berlin. Pitzold, starker Flankengeber. Brestrich, 1:0 für die Berliner in der 11. Minute. Relativ ungedeckt kam Brestrich da zum Kopfball. Und dieses Tor beflügelte die Berliner noch. Hier sehen wir diese Zweikampfhärte, diese Zweikampfentschlossenheit der Gäste. Brestrich und Thomas Köhler im Tor bei Dynamo Dresden. Dynamo kam in den ersten 20, 25 Minuten kaum aus der eigenen Hälfte. Und das überraschte. Brestrich überragend im Abschluss. Hat er bis auf diesen Kopfball ansonsten Pech gehabt. Jelen bemüht, Ordnung ins Dresdner Spiel zu bekommen. Ja, und dann dieses Tor, fast ein Zufallsprodukt, in jedem Fall glücklich. 1:1, der Torschütze Niko Paczynski, 35. Minute, sein zweiter Treffer. Aber wieder die Berliner. Manko im Berliner Spiel, die Chancenverwertung. Die Sachsen mit Rico Hanke, der heute im Sturm aufgeboten war. Und wieder Paczynski. Aber es blieb zur Pause beim 1:1. Und jetzt, meine Damen und Herren, kann ich ein Schmeckerchen ankündigen. Schauen Sie mal genau hin. Silvio Schröter, der Mann, der dieses Tor hineinbrachte. Natürlich sieht da Daniel Bartel im Berliner Tor sehr, sehr schlecht aus. Aber Dresden führt mit 2:1. Und Gelb-Schwarz wird stärker mit Jelen. Insgesamt jetzt Dresden die bessere Mannschaft. Über den Kampf findet die Mannschaft zum Spiel. Schuss von Schröter. Aber dann wieder der FC Berlin. Ein interessantes, ein packendes Regionalspiel heute im Harbig-Stadion. Pezold ganz stark mit seinen Flanken. Diesen Pezold hatte einst noch Werner Vogt übrigens zum FC Berlin gebracht. Lesch kam dann, Jopek kam beim FC Berlin. Die Aufholjagd hatte begonnen. Wieder Pezold. Insgesamt 4.438 Zuschauer. Die Dynamo-Fans zitterten und bibberten jetzt mit ihrer Mannschaft. Brestrich und Jelen auf der Linie. Und so blieb es beim 2:1. Es gab dann noch eine rote Karte, eine gelb-rote Karte für Brestrich. Wahrscheinlich hat er eine ungute Bemerkung dem Schiedsrichter gegenüber gemacht. Aber am Spielende gab es nichts mehr zu bemängeln. 2:1 gewinnt Dresden gegen den FC Berlin.